Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Montague's Mount. Und wir sind ja letztes Mal hier unterwegs gewesen, sind von da gekommen, von da hinten, nee, von hier, von da hinten durch diesen Gang. Da hinten war ein Zaun und ein Haus mit einem Safe drinne und den haben wir geknackt gehabt und da war ein Stein drinne, den habe ich hier im Inventar, genau. Wo ist er denn? Da ist er, ein kleines Stück eines verzierten, geschnitzten Steins und dann sind wir hier rüber gegangen in die Hütte und da war ein Griff drinne. Und dann sind wir runter zum Strand gegangen, ne? Ich habe das ja eben nochmal nachspielen müssen, weil das Spiel speichert ja immer nur automatisch. Und dann sind die Steine eben schon wieder runtergefallen und dann habe ich mich auch schon mal so ein bisschen umgeguckt, weil ich ja nicht wusste letztes Mal, wie es jetzt genau weitergeht. Und ich weiß es jetzt aber, ich habe es gefunden. Das war eigentlich gar nicht so schwer, ich bin nur wieder ein bisschen blind hier rumgelaufen. Ich bin dann nämlich, habe erst gedacht, vielleicht ist wieder irgendwas mit dieser Fahne hier, habe ich so gedacht. Dann habe ich gedacht, guckst du mal weiter. Und dann bin ich hier wieder zu dem Zaun gelaufen, weil ich denke mal, man kann hier schon hin. Da hinten ist zwar auch zu und Zaun. Und dann habe ich hier nochmal geguckt, habe gedacht, vielleicht kann man ja hier irgendwo den Griff einsetzen. Und dann habe ich geguckt auf den Boden und dann kann man hier gucken. Genau, ein seltsames mechanisches Zahnrad. Das sieht man ganz ziemlich schlecht, das habe ich auch nicht richtig gesehen, aber wenn man sich so hinstellt, sieht man es, glaube ich, ganz gut. Benutzen kann ich es aber nicht, aber hier neben liegt noch was. Und zwar ein freier Steckplatz und ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist, weil ich ich habe das nur gesehen, dass es hier geblinkt hat und dann habe ich auch schon nichts mehr gemacht. Ich brauche dafür ein Objekt. Ja, geht es jetzt vielleicht doch nicht weiter? Ich weiß es nicht, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Vielleicht ist ja der Griff das richtige Objekt. Genau, der Griff ist das richtige Objekt. Ein Griff. Und jetzt drücke ich den Griff mal und dann speichert er auch wieder gleich. Das Tor erwacht langsam zum Leben. Und es bewegt sich. Und das Zahnrad, jetzt greifen die Zahnräder ineinander, genau. Und das Tor dreht sich, das steht hier auf so einem runden Teil. Ich warte jetzt mal, bis sich das dreht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon durch kann. Doch, ich kann hier schon durch. Gut. Gucken wir mal das Fass an. Ein altes Holzfass. Kann ich aber nichts mit anfangen. Wie mit den ganzen Fässern, die hier waren. Aber wir gucken jetzt mal hier hinten. Nicht, dass wir wieder irgendwas übersehen. Wir haben ja schon zwei Postkarten. Fünf Stück gibt es, glaube ich. Das Inventar kann ich ja eigentlich mal wieder genau wegmachen. Nicht, dass wir irgendwie den Stein aus Versehen einsetzen. Wir wissen gar nicht, warum wir ihn da eingesetzt haben. Ich frage mich auch, wie weit sich das noch dreht. Wahrscheinlich noch ein Stück. Ich lasse das sich mal drehen. Das hier ist eigentlich nur die Wellenbrecher, genau. Wenn du so verrückt bist, dann ist es dir nicht klar. Die Realität ist das, was du siehst. Wenn sich das, was du siehst, verändert und nicht mehr mit der Realität der anderen übereinstimmt, ist es dennoch Realität für dich. Maria Hombacher. Hätte man eigentlich, glaube ich, ein bisschen langsamer und besser betont vorlesen können, aber es ging so schnell weg. War ja der erste Text, der ging ja auch so schnell weg, deshalb habe ich mich bei dem lieber beeilt. Ein religiöser Stein. Okay, hätte ich jetzt nicht von anderen Steinen unterscheiden können, aber naja. Den kann ich ja nur einmal angucken, den kann ich jetzt nicht nochmal angucken, weil das ist ja das Zeichen, dass ich hier eigentlich nichts mitmachen kann, aber anscheinend doch. Aber ich kann damit nichts tun, ne? Ein religiöser Stein? Ich kann ja echt nicht, also was ist denn an dem jetzt so religiös? Oh, da liegt was. Ein Stück eines zerbrochenen Ruders. Und hier liegt ein Zettel. 14. September 1992. Eine schwere Tür. Mann, ist diese Höhlentour schwer. So etwas wie das wird heute gar nicht mehr hergestellt. Wenn ich doch nur die Hebelstange zum Funktionieren bringen könnte, dann wäre es ein Kinderspiel. Aber der Hebel ist wohl schon von Jahren verloren gegangen. Oben beim Schiffswrack habe ich eine hölzerne Gewindeschraube gefunden, die in den Mechanismus zu passen scheint. Ich verwahre sie in der Nähe der Tür, damit sie nicht verloren geht. Alles, was ich noch brauche, ist ein improvisierter Handgriff. Können wir den Griff wieder mitnehmen? Weil, ich meine, wir haben ja jetzt schon einen Handgriff und vielleicht, wir müssen da mal weiter gucken. Der leuchtet ja auch. Ein Stück Papier? Will das Spiel mich gerade verarschen? Das Zahnrad, kann ich das Ding nicht wieder mitnehmen? Der Griff leuchtet noch so schön, als könnte man ihn wieder rausnehmen. Ich meine, wir müssen hier nur durchgehen, aber ich kann ihn nicht im Moment nicht mitnehmen. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Vielleicht kommen wir später nochmal zurück, weil der noch so leuchtet, ne? Die Sachen, die wir benutzen können, leuchten eigentlich immer so. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht haben die Holzkolben auch noch danach geleuchtet. Oder wir müssen halt einen anderen Griff finden. Wäre jetzt auch so einfach, wenn wir gleich zwei Griffe hätten.
Also Eingriff, den wir schon zweimal benutzen können. So. Ich gehe mal hier rum. Eine steinerne Tür. Ich muss das gerade nochmal kurz lesen. Nicht, dass ich jetzt vorbeilaufe. Wenn ich doch nur die Hebelstange. Eine Höhlentür. Oben beim Schiffswrack. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter. Wir müssen mal einen Schiffswrack finden. Da vorne liegt noch was. Oh oh, Herzklopfen. Sehr lautes Herzklopfen, aber ich sehe gar nichts. Warum hat er so Herzklopfen? Weil er hier drunter steht? Und Angst hat, dass das runterfällt? Oh, ich weiß warum. Da hinten. Da ist schon wieder das Kind. Da ist der Stein. Schnell mitnehmen. Wo ist es hin? Oh, hättet ihr jetzt nicht Herzklopfen gehabt, hätte ich das Kind gar nicht gesehen. Muss ich hier zugeben. Was will das Kind von uns? Und warum ist es hier? Und ist es real oder bilden wir uns das ein? Oder ist es ein Geist oder was? Ich gehe jetzt mal weiter, vorsichtig. Wir uns das nur einbilden, das Kind? Oder ob das Kind hier wirklich noch lebt, aber dann hätte sich das nicht so teleportieren können, weil dann ist das hier eine ganz komische Insel. Und was ist das da? Gucke ich gleich mal. Ich gucke jetzt nochmal, ob hier noch was liegt. Nee. Was ist das? Eine Festmacherboje? Ach, das ist eine. Ach, das ist eine. Ah, okay, das ist aber eine große Boje jetzt. Eine, die blinkt. Eine von den blinkenden Bojen. Und das Kind war doch eben hier und dann ist es weg. Da kann man, glaube ich, auch noch hoch. Was ist das hier? Höhlentür. Ist das vielleicht die Höhlentür mit dem Griff hier? Das geht. Das ist eine Höhlentür. Ach, guck mal. Und hier stehen Zahlen. Warte mal, die schreibe ich mir gleich mal auf, damit ich die dann nächstes Mal habe, wenn wir jetzt irgendwo hingehen müssen oder falls wir dann irgendwas sehen müssen. So. 5 und 50. Die 10er und die 14. Und die. Das ist eine 82, ne? Ja. Kann man jetzt schlicht lesen, aber. 82. Weiter kann ich auch nicht nach vorne gehen. Eine stabile Metallstange, die unter der Tür, die unter die Tür reicht. Die will die aufhebeln. Oder rausbrechen oder sowas. Der das hier gebaut hat. Vielleicht ein seltsames mechanisches Hebegerät? Eine seltsame Öffnung mit Gewinde. Mir scheint ein Objekt zu fehlen. Okay, das haben wir ja noch nicht. Und der Griff wird es nicht sein, weil der hat kein Gewinde. Das ist nichts. Okay, ich gehe mal weiter. Mal sehen, was wir hier finden. Da hoch können wir ja, glaube ich, noch. Ah, ich dachte, da oben war was. Krieg schon ein paar Paranoia. Ach, hier ist noch ein Zettel. Guck mal. Und ein Safe. 25. März 1991. Schreibblockade. Oh, diese verdammte Schreibblockade. Seit dem Reinfall mit diesem verfluchten zweiten Buch bringe ich einfach keinen vernünftigen Satz zustande. Es liegt alles an diesem verdammten Ort, an dieser Scheißinsel. Wir dachten, wenn wir hierher ziehen, könnten wir ein idyllisches Leben führen. Ein Tapetenwechsel kann Wunder vollbringen, hat mein Agent gesagt. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Aha, also so ein Schriftsteller, diese typische Schriftsteller auf einer Insel. Und dann erleben sie schreckliche Dinge. Und hier ist wieder ein Safe. Jetzt rate ich mal und sage mal, die Tür, die Nummern an der Tür sind jetzt auch hier wieder die Safe-Kombination-Dinger. Gut, jetzt mir aufgeschrieben habe, denn die 55 ist fast in der Mitte. Wir müssen drehen. 55. 10. 10. 14. Oh, das ist jetzt mal nicht so weit. Und die 82 hätte ich andersrum drehen können, dann wäre schneller gegangen, aber. Naja, wir haben ja Zeit. 82 war das. Ja, der Schlosshebel des Safes. Und er öffnet sich auch, oder? Ja, genau. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es dem nicht so gewesen wäre. Weil weiter kommen wir auch nicht. Ah, guck mal. Ich frage mich, wer dieses Gewinde in einen Safe einschließt. Ach, das war ja der Typ, der das geschrieben hat, ne? Er macht's neben der Tür und versteckt es. Aber dass der ein Safe hier auf der Insel hat? Ein seltsames Holzgewinde mit einem Loch. Also er hat das ja geschrieben, dass er das da versteckt. Und ihm fehlte aber noch irgendwie was. Und was es mit diesen Steinen auf sich hat, weiß ich auch nicht. So, ich gucke jetzt gerade mal. Ich brauche dafür ein Objekt.
Warte mal. Wir haben ja noch das Stück eines zerbrochenen Ruders. Vielleicht aber erstmal ein seltsames Gewinde mit einem Loch. Das machen wir hier rein und dann gucke ich mal, ob ich das Stück des zerbrochenen Ruders reinmachen kann. Genau. Und jetzt? Achso, ja gut. Und jetzt drehen wir mal. Du scheinst den Türmechanismus zusammengesetzt zu haben. Und das... Ich muss nochmal drehen. Und das... Das hier hebelt das jetzt so hoch wie so eine Garage. Wie so ein Garagentor. Von unten wird das dann so hochgehebelt und das geht dann hoch. Also, ne? Ja, sieht man ja. Nochmal. Nochmal. Und weil es so schön war, nochmal. Und wir machen das jetzt so lange, bis es nicht mehr geht, weil irgendwann ist ja Schluss. Und wir können dann auch durch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon durch könnten. Ja, weil jetzt ist nämlich gespeichert und ich kann nicht mehr drücken. einfach mal mit dem Kopf durchglitschen. Weißt du, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht in eine Höhle rein, in der es dunkel ist und ich habe kein Licht dabei. Obwohl... Und wo ist das Kind hin? Ist das jetzt einfach durch die Tür? Okay, hier ist ein Lager, oder was? Müssen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt jetzt. Da hat auf jeden Fall jemand gewohnt, weil das ist ja eine Matratze. Das ist die Schreibmaschine von dem Schriftsteller. Und das sind Fotos. Von einem Kind. Und da unten rechts ist entweder das Kind in groß oder der Vater. Peter. Peter, Sommer 1992. Das ist der Junge, oder? Peter bei Ains Geburtstag 1993. Peter Winter 1993. Ains bei Ains Geburtstag 1993. Aber wer? Der Vater? Und wer ist da links im Bild? Guck mal, da ist nur eine Schulter, oder? Ist das ein Stein? Ich weiß es gerade nicht. Was steht da links? Jetzt kommt es langsam zum Vorschein, oder? Sieht aus wie ein Tee. Komm schon. Ich muss mich erinnern. Ich muss mich erinnern. Wieso müssen wir uns erinnern? Sind wir der Vater? Eine interessante Frage, wie ich finde. Ich schau mir das jetzt mal näher an gerade. Wir müssen hier was finden. Hummerreise. Okay, da liegt ein Zettel, den lese ich gleich. Ich gucke mich jetzt erstmal auf um. Unkreuz. Boah, wir haben erst 8 von 22. Dauert anscheinend noch ein bisschen, bis wir alle haben. Eine alte Lebensmitteldose. Und noch mehr Lebensmitteldosen. Und ganz ein Holzschemel. Und ein altaussehendes Buch. Und lauter Dosen. Also hier, der scheint schon länger hier gewesen zu sein. Sind wir die Person? Ich weiß ja nicht, wie wir aussehen. Er weiß das ja am besten. Oder sind wir irgendwie Peter? Da ist ein Holzfass. Weißt du, es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben. Irgendwo. Glaube ich. An den Koffer komme ich nicht ran. Die einst wichtigen Erinnerungen von jemandem. Ein festgehaltener Zeitpunkt.
Kann ich aber alles nicht mitnehmen. Oh, hier liegt noch... noch ein Stück von den verzierten Steinen. Jetzt haben wir 3 Stück. Auch wenn ich nicht weiß, wo wir die einsetzen sollen, aber wir haben sie. Das Buch kann ich nicht mitnehmen. So, gleich gucke ich mir den Zettel an. Ich will nur mal ganz kurz noch gucken, ob wir noch irgendwas sehen hier. Ein alterssehendes Buch, weil, wer weiß, was passiert, wenn wir den Text lesen. Vielleicht erinnern wir uns dann an irgendwas. Okay, gut, ich lese ihn jetzt mal. 30. Oktober 1991. Bin ich depressiv? Oh, diese dumme Gans sagt, ich sei depressiv. Depressiv? Ich? Schnauze voll, deprimiert, desillusioniert. Egal, ihr könnt das ja lesen. Lass dir von Daniel Tabletten geben, hat sie gesagt. Und das war erst der Anfang. Es ist alles deine Schuld, dass wir hier sind. Ja, liebes, Tabletten. Tabletten für den Kopf, Tabletten für die Krippe, die hier jeder zu haben scheint. Vielleicht fange ich ihn mal, aber vielleicht frage ich ihn auch mal, Alter, ob er auch Tabletten für eine kaputte Ehe hat. 30. Oktober ist Halloween. Okay, also die Ehe hier scheint nicht mehr ganz rosig zu sein zwischen den beiden. Und vielleicht hat Peter darunter gelitten. Ich frage mich, ob ich hier was mit den Fotos machen kann. Ob ich eins davon abnehmen kann oder ob ich da gucken kann, was da drunter steht. Ausgerechnet bei dem festgehaltener Zeitpunkt, die einst wichtigen Erinnerungen von jemandem, ein einstmals geliebtes Foto, ein festgehaltener Zeitpunkt, die Erinnerungen, vielleicht steht ja bei einem Foto was. Ein festgehaltener Zeitpunkt, die Erinnerungen und noch ein Zeitpunkt. Und die Erinnerung. Eigentlich hätte ich gesagt, müssten wir mal zu dem anderen Strandstück laufen. Da war ja noch eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Fragt sich jetzt nur gerade, wie wir da überhaupt reinkommen. Wir haben jetzt zwar diese 3 Steine. Uns fehlt aber sogar einer. Wir haben nämlich nur 3 und 4 und 1. Irgendwo muss noch der zweite sein. Den haben wir, glaube ich, unterwegs verpasst. Hier ist es sehr dunkel, ich weiß. Ich sehe auch fast nichts. Es wird wieder ein bisschen heller. Da lag ein Teppich, falls man das nicht sehen konnte. Wo ist das letzte Holzstück? Ich nehme mal an, das war da drüben 4. Dann haben wir 3 da hinten am Strand gefunden und 1 in dem ersten Safe. Die gehen jetzt mal zurück, vielleicht erscheint uns ja wieder irgendwie was. Weil ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo ich die Steine einsetzen soll. Ich dachte, die Boje leuchtet jetzt komplett durch. Ne, vielleicht erscheint uns wieder irgendwas, dass wir wieder irgendwie jemanden sehen. Hier haben wir das zweite Stück gefunden. Beziehungsweise das dritte in dem Fall. Müsste das jetzt hier irgendwo hier zwischen sein? Vielleicht liegt das ja hier irgendwo. Nee. Ach, der religiöse Stein, ne? Kann man hier irgendwo diese Steine einsetzen, die wir gefunden haben? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da hinten war nichts mehr gewesen. Ja, hier ist auch nichts mehr. Hier war nichts. Wir müssen jetzt erstmal zurückgehen, würde ich sagen, und gucken mal, ob wir durch das andere Tor kommen. Oder ob uns noch irgendwas auffällt, was wir irgendwie übersehen haben. Muss man echt gucken. Ich hatte das ja mit dem... mit dem Griff auch nicht gesehen, dass man da den Griff einsetzen konnte bei dem einen Tor. Obwohl es geleuchtet hatte. Hier ist aber nichts, ne? Und die Steine, die runtergefallen sind, war auch nichts. Da hinten ist noch eine Boje im Wasser. Ich gehe jetzt mal wieder hier hoch. Und gehe jetzt erstmal wieder zurück. Weil hier war ja nichts, wo wir die Steine einsetzen können, die wir gefunden haben. Oder ich habe es übersehen oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das Licht flackert auch ganz komisch.
guck mal hier. Nee, kann man hier irgendwas machen? Nee. Jetzt ist es offen. Und das waren wir nicht. Oh Mann, war das das Kind gewesen? Komisch. Ich lese mal den Zettel hier. Der 8. September 1990, Umzugstag. Die Fotos von der Montague-Insel sind zauberhaft. Peter kann es gar nicht abwarten zu erkunden, was sich dort in der Gezeitentümpeln und Höhlen alles herumtümpelt. Die meisten unserer Habseligkeiten werden wir hier in London einlagern, da wir nur in ein ganz kleines Einzimmer-Cottage ziehen. Okay. Also sie sind tatsächlich auf Montague gezogen. So heißt die Insel. Jetzt wissen wir auch tatsächlich, dass Montague die Insel ist. Es war uns ja vorher nicht ganz bewusst. Also schon irgendwo, aber wir waren uns nicht komplett sicher. Mulligans Böschung. Aber da ist jetzt nichts, ne? Von Kindern oder so. Das ist wieder ein Wellenbrecher, genau. Dann finden wir hier vielleicht den zweiten Stein, der uns noch fehlt. Mulligans Böschung, da geht's nach rechts hoch. Und wo führt uns unser Weg hier hin? Denn ist wieder ein Zettel, oder? Wenn man hier durchguckt, da leuchtet was. Ich nehme mal an, ein Zettel. Oder ein geheimer Bereich. Aber hier sehe ich jetzt nichts gerade. Hier rum komme ich auch nicht. Da ist einfach diese unsichtbare Mauer. Und hier rüber springt er auch nicht, weil springen kann er ja nicht. Vielleicht fällt das irgendwann hier runter und wir können dann. Wir haben so eine Rampe, wo wir dann runter können. Nehme ich jetzt mal an. Schon viel zu lange haben wir die Probleme physischer Erkrankungen unter den Teppich gekehrt und gehofft, dass sie verschwinden würden. Richard J. Cody. Oder Coday. Ah, guck mal, ein Generator, der hängt erstmal fest. So. Komm, hier, Benzin. Ich brauche dafür ein Objekt, das weiß ich doch, mein Freund. Du brauchst einen Benzinkanister. Ich finde das I nicht. Ich finde das I nicht auf der... Ah, da ist das I. So. Und jetzt müssen wir hier wieder klicken, damit wir Licht haben. Vielleicht geht dann auch das Ding darunter. Fertig. Super. Und das passt jetzt eigentlich ganz gut, dass wir hier gespeichert haben, weil dann würde ich jetzt einfach sagen, beende ich hier die Folge für heute. Passt ja ganz gut. 20 Minuten haben wir jetzt. Ein bisschen drüber. Passt wunderbar. Und dann erkunden wir das nächste Mal ein bisschen weiter die Insel. Wir haben ja jetzt Licht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss.